Alola Pokefreunde und herzlich willkommen zur bereits 9. Staffel von Give It or Take It. Heute habe ich ein Blister mitgebracht von Echo des Donners, der neuesten Erweiterung. Und ich würde mal sagen, hoffentlich haben wir genauso viel Glück wie gestern beim Battle gegen Auri. Gegen Auris, Entschuldigung, ich habe schon wieder Auri gesagt. Es bleibt einfach, bleibt einfach so in meinem Kopf. Und ja, wie gesagt, für die Leute, die Give It or Take It noch nicht können. Wir machen jeden Mittwoch ein Produkt auf. Am dritten Mittwoch im Monat ist dann das Anmeldevideo. Und am letzten Mittwoch wird eben der Gewinner gezogen, der dann den Pot gewinnt, den wir heute erspielen. Beziehungsweise den wir über die ganzen Wochen erspielen. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lang und geben euch erstmal den Code raus. Bitteschön. Und die schöne Alola Kokowai Promokarte bzw. alternatives Artwork aus Grauen der Lichtfinsternis gehört auch euch schon mal. Ich muss nur mal eben gucken, wo ich meine Sleeves hingepackt habe. Die Sleeves sind weg. Naja, egal, ich sleeve die Karten später. Und dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir genau die umgedrehte Reihenfolge. Wir haben hier zweimal Zeraora, einmal Coplosio. Gestern hatten wir zweimal Coplosio, einmal Zeraora. Das heißt, die Pulls sind drin. Und ich beginne mit dem ersten Booster. Wow, was ist das denn? Selbstverständlich kriegt ihr auch alle Codes aus diesem Video. Ich hoffe, man hat es gesehen. Und wir starten mit einem mit einer Feenenergie, einem Lamelux, einem Feenschmuck, Chevrum, Pummeluff, Alola Mauzi, Petsnief, Tangela, Alola Vulpix. Die Reverse ist ein Hunduster und die Rare ist ein Pudox. Also im ersten Booster ist nichts Besonderes. Machen wir mal gleich mal weiter mit dem nächsten Booster. Hier der Code für euch. Viel Spaß damit. Und ich glaube, hier ist irgendwas an der Karte kaputt. Nein, ist nicht. Okay, Capoeira. Wir haben einen Fabian, ein Electek, ein Robball, ein Mehikel, ein Onix, ein Trasla, ein Feurigel, ein Makabaya in Reverse und die Rare ist ein Ninjatom. Wieder nichts Besonderes. Aber Leute, Last Pack Magic für die 9. Staffel von Give It or Take It. Bitteschön, ein Code. Und wir haben hier ein Dedenne, ein Abenteuerbeutel, ein Hublup, ein Phlegmon, ein Petsnief, Alola Dicta, ein Natu, Endivier, ein Igelava in Reverse und die Rare ist ein Coplosio GX, Leute. Das heißt, ein Coplosio GX landet im Pot. Und ja, freut euch, denn wir haben hier ein explosives Coplosio. Finde ich geil. Also dann, danke fürs Reinschauen. Die Karte wird später gesleeved, wenn ich die Sleeves finde. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Opening. Zu Give It or Take It Episode 2. Und da werden wir mal gucken, was wir da öffnen und was wir dann wieder in den Pott packen. Und ansonsten würde ich euch mal sagen, abonniert, liked, schaut auf unseren eBay-Account, Insta könnt ihr abchecken. Und wie gehabt, Discord sind wir auch immer da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns fragen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ciao, bis zum nächsten Mal.